schon dabei sind, erzähle ich euch auch von den Wesen, die in der Erde leben, in Höhlen unter der Erde. Ist es in der Erde, in Gängen und Höhlen? Das sind die Höllenhunde. Das sind so ganz dünne, große Hunde. Und die werden von Wesen gezüchtet. Die sehen so aus wie Menschen, aber die leben unter der Erde und die ernähren sich von Maden und Würmern, und Maden sind bei denen in der Nase, und das ist dann ihre Nahrung, und in den Ohren, und die riechen dann, also bis sie die schlucken die dann, und das essen die. Und die züchten die Höllenhunde. Weiß gar nicht warum. Ach, die essen die Höllenhunde auch. Und da in den Kammern, das sind so ganz viele Spinnweben, da bin ich durchgeflogen, weil ich konnte fliegen, wo ich da war. Ich weiß, war aber schon lange her. Und habe Höllenhunde freigelassen, und die haben mir dann den Ausgang gezeigt. Also das sind liebe Tiere. Es gibt ja nichts Böses. Die heißen halt nur so. Und wenn man die liebt, dann lieben sie einen auch, mit Liebe behandelt. Und ich habe die ja gerettet. Und das sind meine Helfer, die helfen mir sowieso auch diese Wesen mit diesen, die sie züchten, mit diesen Würmern und so. Die helfen mir auch. Die haben mir auch viele Informationen gegeben. Und es gibt viele von denen, die schon hier oben wohnen bei uns. Auf der Erde, die sind, weil die Erde so viel abgebaut wird, dass immer mehr von denen zu uns nach oben kommen und unter uns leben und für viele schädlich sind, die dann an den Folgen sterben. Das sind die, die schuldig sind, dass die Erde abgebaut wird. Die werden krank von denen. Genauso wie die, die die Meere verunreinigen, von den Seeungeheuern, die ganz unten im Meer wohnen, die kommen alle hoch, das wird immer mehr, und die werden sich die vorknöpfen, wie auch immer, und vernichten alles, die das Meer verschmutzen. Wollte ich euch nur sagen. Ciao.